Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Me and the Country Life 2 Projekt zusammen mit dem Herrn, Herrn Kollegen von mir. Und jo, wo ist denn der? Der Ludwig. Ludwig? Jo. Ich mach dann einmal weiter. Mach der. Jo. Jo, wir sind in der letzten Folge da beim Ernten stehen geblieben und ich weiß nicht warum. Jetzt ist schon wieder ruckelt. Und ja, da machen wir weiter auf jeden Fall. Natürlich in der Innenansicht, wie sie es gehört. Und ja, dann schauen wir damit mal so schnell wie möglich da mit dem Feld fertig sein. Ja. Herr Kollege Schö. Jo. Der Herr, Drescher hat ein bisschen Probleme da. Ja. Ich stehe auf Volllast. Soll ich schieben können? Ah, nein, geht schon. Wie voll sind denn so? 600. 9%, 10%. Ah. Oh, ich hier guck mal kurz in unserem System nach, wie viele Fuhren von Silage wir jetzt schon bekommen hatten von Herrn Müller. Jo. Ach so Gott, hallo. Hallo. Guten Tag, Herr Ludwig. Ja, halli, hallo. Haben Sie Ihre Liste noch parat? Was für eine Liste? Achso, ja, klar, die habe ich natürlich parat. Mach nochmal einen Strich hin. Ich bin jetzt mit der nächsten Fuhre hier, 30.000 Gut. Liter. Also die dritte Fuhre schon. Genau. Wieder voll? Natürlich voll. Ich bin immer voll. Ja, das ist leider so. Was heißt leider? Ey, wollen Sie mich jetzt... Sie sind voll, hallo? Wie viel Promille? Nicht nur ich bin voll, eure BGA ist auch voll. Ja, die war auch voll, die Fuhre jetzt, oder? Also komplett 30.000. Ja, die ist 30.000 Liter. Und ich Gut. kann hier erstmal nicht weiterfahren, weil ihre BGA voll ist. Das tut mir natürlich leid. Ja, wenn Sie ganz nett zur BGA sind, beeilt sie sich. Warte kurz, ich rede kurz mit der. BGA, machst du schneller, ansonsten gibt's eine ganz große Schelle für dich. Dann hole ich das Abrissunternehmen, verstanden? So, ich habe nicht mit der geredet. Die sagt, sie beeilt sich. Ah, das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Ja. Ludwig? Jo. Kannst du mir mal deinen Vogel da geben? Ja, klar, warten Sie. Dann muss ich direkt zu ihr rüber. So, hier, bitteschön. Danke. So, Herr Müller. Oh, schrei mich jetzt an, du auf den Kopf. Was denn? Wie geht es Ihnen? Sehr gut, und Ihnen? Ja, geht. Ja. Was ist denn gerade am machen? Herr Praktikant. Dreschen. Dreschen? Vertraut dir der Kollege? Jo, auf jeden Fall. Das Dreschgerät. Jo. Wie schaut's denn aus? Haben Sie schon nähere Informationen zur kleinen Unterstützung von der Stadt oder wissen Sie da noch nichts? Ich hab keinen Bürgermeister-Siegel bei mir, keine Ahnung, musst du mal einen Bürgermeister oder den stellvertretenden Bürgermeister aktuell fragen. Ja. Und sonst, was sind so bei Ihnen die nächsten Pläne? Ja, mal gucken. Jetzt auf jeden Fall erstmal hier BGA alles weg, voll machen hier. Silage weg, gut Geld verdienen und dann gucken, dass wir uns noch ein bisschen von den Feldern erweitern. Jo. Wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Ja. Jo, dann gebe ich Ihnen einmal das Telefon wieder. Weiter. Ja, gehen Sie mal kurz wieder. Ich muss mal kurz. Da, Herr Herbert. Ja, danke. So, Herr Müller. Herbert. Ich muss dann wahrscheinlich erstmal eine Pause machen oder haben Sie irgendeinen Platz, wo ich die Silage hinkippen kann? Nö.
Dann muss Pause ist doch immer gut hier. Haben 15 Uhr, wird Zeit für Käffchen. Ja, glaube ich mir auch so, weil ich versuche jetzt noch hier irgendwie das Zeug nach und nach reinzukippen. Ich habe jetzt noch hier 4000 Liter drin und danach 30.000 Liter kann ich ja vergessen, kann ich hier oben stehen bleiben. Ja. Ruhig. Mal gucken, oder ist hier viel Durchgangsverkehr hier unten an ihrer BGA? Nö, eigentlich fast gar nichts. Dann mache ich einen vollen Anhänger und stelle ihn erstmal hier hoch. Dann warte ich erstmal, bis das einigermaßen leer ist. Na klar. Würde das so gehen? Mhm. Solange sie ihn nicht im Weg parken? Vor die BGA halt. Ja, das passt. Ja. Na dann, perfekt. Dann bis dann. Tschö. Tschö. So, dann schauen wir weiter. 30% haben wir, das passt auch. Was hatten wir nochmal auf der 104 gehabt, also auf der, direkt neben unserem Hof im Feld? Da war Raps drauf. Gute Raps. Wegen der Reihenfolge, was wir da ansehen. Ne? Mhm. Ja, also Raps würde ich dann auf jeden Fall nicht ansehen. Soja würde ich auch nicht ansehen. Hatten wir jetzt hier unten? Ich würde sagen, irgendwas mit Stroh, oder? Ja, entweder Hafer, Weizen, Gerste. Ja, ich würde Hafer sagen. Hafer gibt ja meistens ein bisschen mehr Geld, ne? Mhm. Ja, 104 könnten wir mit Hafer machen. Passt doch. Ja, das wäre gut. Dann schauen wir weiter. Dann schauen wir mal, wie schnell wir da fertig sind mit Abwenden. Ja, hier müssen wir immerhin nicht schieben, ne? Na. Aber auch km/h ist halt schon ein bisschen langsam. Aber ich glaube, der muss auch mal wieder zur Werkstatt, Drescher. Oh, geht doch. So, was steht dann als nächstes an? Außer Ansehen. Außer Ansehen, ja, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir das ganze Geld wieder zurücküberweisen an den guten Herrn Anton Müller. Mhm. Und dann mit dem schönen Geld, womit wir Profit machen, würde ich sagen. Jetzt halt die Frage, wollen wir uns erstmal einen neuen, größeren, besseren Drescher holen? Oder, weil. Es ist irgendwie verlockend, dass wir uns dann einen Teleskoplader holen, damit wir in der BGA dann besser arbeiten können. Boah, das ist schwierig. Ja, weil ich meine, wir haben ja theoretisch unsere Trecker auch Frontlader, aber wäre schon schöner mit so einem Teleskoplader, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde den Drescher trotzdem nehmen. Wir könnten ja uns dann, beziehungsweise wäre dann auch mal nötig, ein neues Schiebeschild kaufen, oder? Ja. Ja. Könnten wir ja dann bei Gelegenheit mal bestellen, so ein Schiebeschild. Willst du mal den Herrn Asinger anrufen? Ja. Wollen Sie das machen? Wolltest du den Herrn Asinger anrufen? Ja. Ich glaube, mein Akku von meinem Handy ist leer. Ich würde sagen, bei Gelegenheit rufen, stehen wir mal an, ne? Jo, das hätte aber nicht sein. Das hätte keinen Stress. Jetzt erst einmal da fertig ernten und dann reden wir weiter. Hab mich auch schon informiert, wo der Preis gut ist, ne? Mhm. Also wenn wir das hier zum Reifeisenmarkt bringen, da kriegen wir einen sehr guten Preis von 1622. Jo, das ist gut. Ja. Ist der Preis im Steigen oder im Fallen? Der Preis ist stagniert, also ja.
Aber gut, dass wir den Raps letztens verkauft hatten. Ja, der sinkt gerade ganz schön. Also ist gesunken. Ich meine, wir müssen uns dann irgendwann dann in Zukunft dann auch mal die Schweine holen. Müssten wir uns dann auch ein bisschen was davon einlagern, oder? Ja. Haben wir überhaupt ein Holzlager? Ja, wir haben, glaube ich, ein kleines Silo. Ja, das passt. Da passt ein bisschen was rein. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es ja gar nicht ganz genau, was ich zugeben werde. Na, wie voll bist du? 4000, also 67%. Ach du, gucken wir mal da die Polizei. Oh Gott, die Polizei kommt zu uns. Ich hoffe mal, die will ja nichts Ernstes. Na. Hey Ludwig. Guten Tag. Tag. Ja, klaro. So, ja. Und zwar der Herr Huber, das ist mein Bruder, der Dominik, hat gerade eine Anzeige erstattet gegen ihren Hof, also gegen Herr Kleinert. Aha. Weil deswegen? Er am alten Gemeindehof ist er hinten in den A6 von ihm reingefahren, in den Zivilen. Und da wäre eine Rechnung von 10.000 offen. Ach du Gott, oh Gott. Und die möchte er nicht zahlen. So, wo gibt's jetzt das Problem, Herr Huber? Haben Sie Laufschuhe dann oder was? Ja. Im so Ding, Rechnung mit kleiner. Die 10.000, was ich meine, die habe ich schon überwiesen. Auf welchen Hof? Den habe ich in Herrn Assinger überwiesen. Weil der ist mal die ganze Zeit auf die Nerven gegangen. Ja, okay, dann will ich da mal nachfragen. Ansonsten wird es Konsequenzen geben. Ja. Weil sonst darf nämlich mein Bruder den Dienstwagen nicht nutzen. Ja. Melden Sie sich dann gerne, wenn noch irgendwelche Probleme sind. Ja, mach ich. Dann gehen wir zum Arsene. So, okay. Eieieiei. Also. Ich hoffe, du hast das wirklich überwiesen hier. Sonst ich hab's wirklich mit, überwiesen. Ich hab keine Lust auf Probleme mit der Polizei hier. Ich hab's wirklich überwiesen, aber. Ah ja. Warten Sie mal, ich ruf ihn Herrn Assinger um. Der Assinger hat gedacht, das wäre eine Spende. Na. Ja. Ring, 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 ring. Oh. Assinger Landmaschine, guten Tag. Ja, grüß Gott, da ist der Herr Kleinert und zwar noch einmal wegen die 10.000 Euro Reparaturkosten, die habe ich Ihnen ja schon überwiesen, oder? Nee. Ist das nicht wüsste. Doch, habe ich Ihnen schon überwiesen das letzte Mal. Nein. Mach kurz. Hey, doch. Assinger. War der Herr Müller schon wieder. Ist der am Telefon? Ist der am Telefon? Hier der Herr Kleinert. Hallo, Herr Kleinert. Ja, du Vogel. Wie geht's Ihnen? Was wollten Sie denn gerade? Gut, geht's mal. Hallo? Was wollten Sie denn gerade? Vom Herr Assinger, wenn ich fragen dürfte. Herr Außer Assinger, schauen Sie nochmal in die Unterlagen nach, aber ich hab's Ihnen überwiesen. Was denn? Was denn? Hallo, ich hab immer das Handy, du Vogel. Ja, dann gibst du halt wieder den Herrn Assinger. Sie Vogel. Ja, also was? Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Von 10.000 Euro in manchen Nacht. Ah, wegen dem Unfall. Ja. Marco. Herr Kleinert, Sie was können kein übers Ohr hauen. Sie haben nichts überwiesen. Tschüss. Ich habe überwiesen und die Herr Opp will die nie wieder sehen. Euro, ja, also der Assinger, nicht ich. Mann. Er ist so inkompetent, in die Unterlagen nachzuschauen. Also... Ich werde es mal wieder rückerstatten, wenn er es wieder nicht hat.
Weil der Typ regt mir auf, die drei Tüten da unten. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gern ein Abo und ein Like da. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.